So, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von OMSI 2 hier auf unserem Kanal auf Kais Retro Games. Heute unterwegs mit einem GU240 von den Wiener Linien auf der Strecke 23A von Kagran in die Invalidensiedlung. Letztes Mal sind wir mit dem 24A gefahren, halt eben von Kagran aus weg, halt eben in Richtung Hausfeldstraße. Heute werden wir halt eben mal den anderen Wiener Teil austesten, also den 1er Teil, wie er damals kam. Starten wir erstmal Motor an. So, Scheibenwischer werden wir anstarten. So, ich habe einen Fahrplan, habe ich jetzt schon, oder habe ich den schon in der Hand? Ja, haben wir schon, passt. Gut, dann ist der drin. Ja, passt, der ist auch schon eingestellt, super, das läuft. So, dann werden wir jetzt dann vorfahren. Der blenden wir mal aus. So, Juti, dann heißt es für uns jetzt dann auf Go. So, den setzen wir da drin. Ihr fahren wird natürlich wieder ganz klassisch über die Maus. Man sollte vielleicht vorher noch die Feststellbremse lösen. Ich werde aber vorher noch einen Wender machen vor dem 31A da vorbei. Und werde jetzt da in Richtung hier rüber zur Haltestelle fahren, weil ich halte für Glühe. Da warten nämlich schon die Leute auf uns zum Thema und ich werde jetzt da ewig lang stehen, bis der Bus da wegfährt. Das ist Blödsinn. Ich habe mir gedacht, ich werde heute mal bei Schnee, bei relativem Schnee treiben. Das Spielwagen. Weil, ja, aus der schlichten Begründung hin, einfach ist das dem geschuldet. Passt. Dann können wir auch schon weiterfahren. So. Einfach aus der Begründung ist es geschuldet, bei schönem Wetter kann jeder fahren. Und ich finde es auch nicht so reizvoll, muss ich sagen, wenn wir da jetzt nur immer bei schönem Wetter fahren. Hey, Kollege, Kollege, wo willst denn du hin? So, wir müssen in Richtung Breitenklee. Das ist hier der richtige Weg. So. Also statt nach hier Städten heute rüber zum Thema fahren wir jetzt in Richtung Breitenklee raus. Das ist ein Stückchen vor Wien. Der anfängliche Weg ist ziemlich der gleiche wie bei der letzten Strecke. Halt eben nur, dass wir da mittendrin halt eben, wie gesagt, wo der Abzweiger kam, zwischen hier Städten und Breitenklee, fahren wir dann in dem Fall dann nach rechts weg, Richtung Breitenklee. So, es wird grün, wir dürfen. Wie gesagt, ich muss sagen, ich finde die Busse hier, die fahren sich echt cheesy easy. Als hier Lenkbusse. Man kann das ja vielleicht mal von außen zeigen. Ah, da habe ich zu früh eingelenkt zum Thema, deswegen sind wir jetzt ein bisschen in den Randstein rübergekommen. Das hat uns krumm genommen. Aber so an sich fahren die sich echt schön cheesy. Muss ich mal wirklich sagen. In dem Fall haben wir wirklich ein sehr, sehr schönes Lenkverhalten. In dem Punkt, also noch einfacher geht es eigentlich gar nicht. Und allein schon, weil mir ja vorher aus dem Zweierteil schon die Busse so recht gut gefallen haben, in dem Punkt, da ich mir gesagt, dann hole ich mir gleich beide Pakete. Weil, ist ja Blödsinn, wenn man jetzt sagt, man holt sich Teil 1 und dann... Wie gesagt, die Differenz ist einfach nur zwischen beiden Teilen. Punkt A jeweils die andere Strecke halt eben, wie gesagt, im ersten, also jetzt hier im ersten Teil die der 24A, im zweiten der 23A und ansonsten halt eben, wie gesagt, im Einzelteil hat man keine Gelenkbusse, sondern eher halt eben wirklich nur nur klassische Langbusse halt eben und ab dem zweiten hat man dann auch Gelenkbusse halt eben. So, jetzt für uns auch weiter. Der Kollege vor uns schon fährt. Tut wir es ihm gleich. Im Endeffekt sind wir so weit ähnlich eigentlich nur wie ein Verstärkerbus. Aber ich fand es bei Schnee, muss ich sagen, einfach mal schöner zu fahren, als wie ewig immer die gleichen Wetterbedingungen zu haben, weil Wien ist ja wirklich im Winter echt schön. Und das Datum passt auch. Ich habe da irgendeinen Januartag gewählt, halt eben so Mitte Januar. Und das passt auch, weil wirklich Heiligabend und Weiße Weihnacht
Ist auch hier nie wirklich der Fall. Man kann immer ab Mitte Januar bis Mitte Februar rechnen, dass der Schnee fällt. In der Region. So. Aber freut mich, wie gesagt, halt eben an alle in dem Punkt. Ich möchte sagen, mich freuen auch die Viewerzahlen. Also 22.000 haben wir schon geknackt. 22.000 Views auf dem Kanal. Schon an die 107 Abonnenten. Also Respekt, 100 Abonnenten haben wir. Also das ist wirklich Respekt. Ich danke dafür allen, die immer brav und fleißig bei mir gucken. Ganz ehrlich, freut mich total. Also es ist ja irgendwo auch ein Zeichen, dass das Programm bei euch ankommt und auf Gefallen trifft halt eben. Wie gesagt, an alle, die mir jetzt zwischenzeitlich immer Kommentare schreiben, bitte nicht böse sein, wenn ich nicht immer sofort und gleich antworte. Auch an Leipzig als Player, sorry wegen mancher verspäteter Antworten, ebenso aber auch halt eben an der Tamsi und so weiter, möchte ich sagen, wenn was verspätet kommen sollte, bitte Geduld haben. Ich versuche auf jeden Fall auf jedes Kommentar zu antworten halt eben, und wenn jemand Hilfe braucht, natürlich ganz klar, diese auch dementsprechend dazu geben. So, ich muss jetzt warten, weil ich muss jetzt hier runter. So, er hat es einfach, er hat kein Gelenk, wir schon. Das heißt de facto, wir müssen die größeren Schlenker hier ziehen, damit wir hier um die Kurven kommen, und wir erwischen trotzdem, trotz alledem noch den Randstein. Schön ist jetzt, dank ihm sind wir so eine richtig schöne Verkehrsblockade, weil wir natürlich jetzt, wenn wir rausgucken, halt eben richtig schön noch halb auf dem Damm stehen. Da muss er weg unbedingt, sonst haben wir da Schwierigkeiten. Und genau deswegen hat man hier auch die diese Haltestellenmarkierung soweit. Weil wenn man nämlich dann so drin reinfährt, zum Thema steht man relativ gut in der Station drin und kommt dann auch recht gut. Dann auch schon weiter im Takt. Wie gesagt, wenn wir mal längere Halte oder sowas machen, halt eben, ist jetzt nicht so drastisch in dem Punkt. Ich versuche mal den Fahrplan einzuhalten, aber wenn man da mal rauskommt aus dem Takt, ist es bloß ein Simulator. Von daher, das ist jetzt nicht so wild. So. Breiten Lee. Linker Spur tauschen. Wie gesagt, für alle, die größere Fahrzeuge oder längere Fahrzeuge im Pkw-Bereich schon gefahren sind, die genießen hier einen kleinen Vorteil, wenn man doch eher weiß, was für schwungvolle Kurven man nimmt. Paradebeispiel, man fährt im Baugewerbe oder generell in der Logistik irgendwo einen kleineren Transporter, wofür noch der B-Schein ausreichend tut, dann ist man es auch gewohnt, dass man an diversen Situationen einfach mal den Schwung in der Kurve, ganz klar, wenn man über eine Kreuzung oder so rüber will, halt eben dementsprechend, sag jetzt mal, ein bisschen größer nimmt halt eben, dann hört man sich zweimal dumme Kommentare an von manchen Leuten. Von wegen hier, ja, du fährst hier halbe Buskurven und so weiter. Aber ganz ehrlich, lieber so, als dass du nachher hinterher das Nachsehen hast und dann im Endeffekt irgendwo was am Rand, ein Schild, ein Pylon oder meinetwegen im schlimmsten Fall so ja noch einen Fußgänger mitnimmst. Also da ganz ehrlich zum Thema, da lieber einen halben Meter mehr drauf geschissen halt eben, wenn es ausgeht, nimmt man sich den und dann ist Ruhe. So, wenn wir letztes Mal hier rechts abgebogen sind Richtung Hirschstetten, fahren wir heute jetzt halt eben geradeaus weiter Richtung Breitenlee. Und das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Addons halt eben. Die Grundkarte bis hier, bis Kagran ist gleich, und ab dann splittet sich das auf halt eben. Wie gesagt, die Busse sind älter, die poltern und klappern jetzt hier an. Das ist völlig normal. Heißt nicht immer unbedingt, dass man einen Randstein erwischt hat. Als kleine Randinfo. Was los, ein Bus? Schon gut voll.
wie gesagt, die 24A-Route halt eben besitzt viele Stücken halt eben, ist aber klar, weil wir nach Breitenlee rausfahren, viele Abschnitte, wo man halt eben zwischendurch Überland kommt, halt eben, wo man sich denkt, der 50er ist als Tempo nicht ganz ausreichend. Aber wie gesagt, es ist auf den Strecken so, solange wie keine Freigabe für mehr Tempo vorhanden ist, zum Thema können wir auch nicht mehr fahren. Und Stefan Tipper jetzt daran schneiden. Da bin ich ehrlich, den Hike mitgenommen. So, wir stehen. Weiter geht's auf der Busspur. Ja, wie gesagt, also ich fuchse mich da in Omsi langsam immer mehr und mehr rein, halt eben, wie gesagt, und habe immer mehr Spaß am Fahren, muss ich dazu auch sagen, halt eben, weil es ist wirklich ein schöner Simulator. Ich habe lange darauf verzichtet, weil mir das Bus fahren, nee, das ist jetzt nicht so unbedingt meins. Aber auch ich muss zugeben, wenn ich mich irre, und in dem Fall, ich habe mich geirrt, halt eben, man hat doch jede Menge Spaß mit dem Bus. Ja, ich habe mir dann noch die Strecken München halt eben zugelegt, halt eben so wie die E-Bus, die in Hamburg, über der wird auch später noch ein Video kommen halt eben. Aber natürlich haben wir auch den gelben E-Bus in Berlin fahren, das ist natürlich ganz klar. Die X10er-Route habe ich auch im Arsenal, so eben so wie die klassische Route von Omsi 2, die man mitgeliefert bekommt. Also für Fahrstrecken ist genug gesorgt halt eben, und Busse halt eben. Ich gucke mal, dass ich so Exoten erwische, die jetzt nicht unbedingt auf deutschen Strecken unterwegs sind, und mache dann damit auch so Vorführungsvideos, um mal zu zeigen, wie die so sind. Also rein vom Logischen her war das jetzt ein falscher Spurhinweis, wenn wir ehrlich sind. Weil vom wirklichen Standpunkt her, ja, natürlich stehe ich jetzt halb auf beiden Spuren, er deutet mir mit dem Pfeil daher auf die Abbiegerspur nach rechts weg zum Thema. Aber in Wirklichkeit muss ich geradeaus rüber über den Damm. Also das ist dann so Sachen, das ist, wenn das ein Navi machen würde zum Thema, wäre man ganz schnell woanders. Die mittlere Spur ist unsere. Wie gesagt, auf die Wiener Erweiterung habe ich von Anfang an nicht verzichten können, weil, ja, wenn man schon in Wien wohnt, zum Thema will man auch in Wien fahren. Von daher ganz logisch. Aber auf die Add-ons habe ich einfach nicht verzichten können. Es war nicht schön, wenn man die Strecken selber auch schon abgefahren ist mit dem Bus. Also jetzt nicht selber als Fahrer, sondern halt eben als Passagier. Aber trotzdem, man, die kennt halt eben, wie gesagt, und auch die ganzen Gegenden da ringsum. Das ist schon schön, weil man viel Wiedererkennungswert dann wirklich auch hat. Oh, an der OMV vorbei. Wie gesagt, heute fahre ich mich extrem schnell halt eben, weil wir haben halt eben Schneetreiben. Ist aber gut geräumt, das ist auch ein echtes Markenzeichen von Wien. Wenn es da schneit, also mit der Räumung, ist die Stadt relativ flink. Das muss man den Jungs dort lassen, vom Winterdienst. Nächsten Haltestelle, wo keiner steht und keiner aussteigen will, fahren wir dann wirklich einfach durch. Mit den echten hoch ist.
lassen wir da jetzt mal entspannt rechts liegen. Und überholen entspannt einfach mal. Wie gesagt, ich hatte es im vorigen Video ja auch schon erwähnt gehabt, also ich bevorzuge hier eiskalt die Maussteuerung, weil tastaturmäßig, ich habe kein Lenkrad im Petto und das zweite ist halt eben, wie gesagt, mit der Tastatur halt eben dieses Rucklige am Lenkrad, da das taugt mir überhaupt nicht zum Thema, das ist dann so richtig ruppig gesteuert, das ist nicht schön, das ist kein angenehmes Fahren und es schaut auch nicht glaubwürdig dann aus. Schon den nächsten wieder aussteigen. Wie gesagt, ich finde, diese Busse fahren sich ungemein schön, muss ich wirklich sagen. Also, ich finde die mega schön. Fahre mit den Teilen urgern, muss ich wirklich sagen. Also, so, stehen wir an der Kreuzung und warten, dass wir weiter dürfen. Aber ich kann es nicht oft genug sagen, ich finde die Busse einfach nur mega. Ich fahre die sowas von gern. Es macht richtig Freude dran, also es ist schon geil. Jemand wird einen Halterwunsch betätigt. Das ist wunderbar beleuchtet. Da kommt ja schon die nächste Haltestelle. Wie gesagt, im Winter immer ein bisschen frühzeitig vom Gas runtergehen, weil es ist wirklich glatt und der Bus beim Bremsen, er scheppert ordentlich in den Punkt, ruckelt ordentlich in den Punkt. Das ist ja auch für die Fahrgäste kein Vergnügen, wenn man dann wenn man dann keine Freude wirklich dabei hat. Wie gesagt, der Bus selber von innen drin, also wirklich schön, und mit dem Gelenk ist alles wunderbar, also zum Einsehen halt eben auch vorne der Türbereich und so weiter, also ich muss ja wirklich mal sagen, Respekt ab vor diesen Erstellern der Busse halt eben, die sind wirklich schön gemacht, also gibt es wirklich nichts. So, machen wir Blinker raus. Geht es für uns auch schon weiter. Ich glaube, da haben wir knapp den Randstein, aber gut, die Busse scheppern und poltern sowieso bei jedem kleinen Furz auf der Straße. Also wir merken es, wir sind aus dem städtischen Bereich fast gänzlich raus. Es ist hier wirklich nur noch ländlich. Aber deswegen wollte ich auch im Winter fahren. Ich finde solche Regionen, auch so gerade mit Kirchen und so weiter, also so dörfliche Regionen, gerade im Winter, das kommt doch herrlich zur Geltung. Bisschen rüber ziehen, dass ich zu spät gebremst. So, passt. Jute, Herr ist ausgestiegen. So, die Ampel ist rot, aber wir müssen jetzt... Wir müssen jetzt weiter dann rüber. Das heißt, ich muss sowieso Spur wechseln. So. So, jetzt geht's aber. Vergessen die Tür zu machen, beziehungsweise die Verriegelung, die Sicherheitsverriegelung war noch offen. Darum Blinker sollten wir auch raus tun. Jetzt kommen wir in Richtung Invalidensiedlung. Weil geradeaus geht's, also nach links weg ist die Kurzstrecke zu Ende halt eben und geradeaus über Land, jetzt haben wir schon ein 80er-Schild.
komplett die Invalidensiedlung halt. Und da kommen wir jetzt wirklich ein Stück weiter raus. Es ist normal, dass jetzt gleich anfängt, auf dem Armaturenbrett zu leuchten, weil wenn man die 50 überschreiten tut zum Thema, das sind diese, also bei den moderneren Bussen, jetzt hier fängt auch schon die rote Lampe an zu leuchten, weil wir eben angeblich zu schnell sind. Notbremsung, yay! Aber da stand sowieso keiner, also er hätte eigentlich auch weiterfahren können. Aber nur mal so, also so schaut eine Notbremsung aus, er rattert da ordentlich runter. Meine armen Fahrgäste, es tut mir leid. Wollte nicht so brutal sein, aber naja, aber Zeug machen. The show must go on. Wie gesagt, bei so kalten Fahrbahnverhältnissen ist natürlich ein 18er mit einer Vollbremsung natürlich überhaupt kein Spaß. Zumal der Butsch, zumal der Bus ja auch dann schlittert und schlingert wie Sau. Also, wir bleiben bei einem vernünftigen 50er jetzt vom Tempo her. Weil ich denke, das ist bei der Witterung doch allenfalls verständlich, warum wir das zur Hand haben. Jetzt kommt der nächste Haltewunsch. Die Invalidensiedlung, wir sehen es ganz gut halt eben, wie gesagt, da muss man ein ordentliches Stück raus. Aber deswegen fahre ich hier auch ganz gerne im Winter halt eben. Ich finde, das passt ja so durch die Strecke. Aber ich fahre generell gerne auch bei anderen Witterungsverhältnissen in dem Punkt. Weil nur Sommer, das ist dann irgendwann auf Dauer auch zu langweilig. Und gerade Nachtfahrten sind ja schön. Wenn du Häuser an der Seite hast, die mal zu beleuchtet sind oder so. Wie gesagt, schön ist auch immer, wenn du Fahrkarten verkaufen kannst. Kann man bei dem Bus hier leider nicht wirklich gut. So, der Agrarweg. So. Über Algenweg. Sonst geradeaus. Wir fahren geradeaus weiter. So. Jetzt müssen wir langsam werden halt eben, weil wir jetzt dann halt eben, wie gesagt, nach links abbiegen wollen. Hier generell auf so dörflichen Strecken, wo hier doch die Leute eher viel zu Fuß unterwegs sind, immer aufpassen, gerade im Winter halt eben, das ist auch Richtung Falkensee draußen so, da lieber vorsichtig bei so starkem Schneefall und so weiter und bei Glatteis 30 oder so fahren, 35, da liegt man nie verkehrt. Ein bisschen vorsichtig, aber wenn einem dann wirklich mal ein Fußgänger quer rennt, ist das, also den Bus so schnell zu, ja,
zum Stehen zu kriegen, das ist dein Kunststück. Aber man muss ja auch nicht mit dem Feuer spielen. Ich meine, ich baller jetzt wieder 140. Aber da vorne kommt eh schon wieder die Haltestelle. So, wenn wir jetzt ein Stück Überland hinter uns gebracht haben, zu dem, sind wir dann schon draußen bei der jeweiligen Siedlung. Dann haben wir eigentlich schon die Strecke hinter uns. Das ist wie gesagt der erste Teil der Wiener Busstrecken. Die fährt man meistens eher mit so einem Kleinbus wie dem jetzt, weil wir hier gerade gehen. Guck, genau, ohne Gelenk. Also statt GULU. Statt Gelenkumsetzer, langer Umsetzer. Ich würde mal kurz fassen, Eselsbrücke. Straße nur noch geradeaus, dann sind wir schon am Ziel. Ja, Richtung Endstation ist klar, dass die Leute jetzt raus wollen. Die letzten paar, die noch im Bus sitzen. Und da vorne ist schon Invalidensiedlung. So, dann müssen wir jetzt einen Schlenki machen, richtig schön. So, da haben wir auch schon die Endstation erreicht. Ich will ehrlich aussteigen. Mal da noch einmal um. Jetzt kommen wir vorne bis kurz vor den Feldrand, dann müssen wir dann nach links. Jede Station nehmen wir noch mit drin ins Video, den machen wir auf jeden Fall. Dass man die Kehrtwende zum Schluss auch nochmal gesehen hat. So. So, da vorne werden wir dann schon wieder an der Kreuzung, wo dann halt eben, wie gesagt, der Rechtsabbieger kommt über die Feldstrecke. Und da kommst du dann schon wieder zurück Richtung Kagran. Also, das wäre jetzt das ganze Spiel mit der Umrundung halt. Wir machen aber hier Schluss an der Stelle. Ich sage wie gesagt Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, euch hat es gefallen.
würde mich wirklich tierisch freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Wenn es wieder heißt Let's Play OMSI 2 auf Kais Retro Games. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und ich mache jetzt eiskalt den Schnitt. Ich steige aus, ich gehe in die Mittagspause. Bis dann, bis zum nächsten Video.